Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Sonne. Ja, ich habe mal nachgeguckt. Ich wollte ja gerne einen Imantis im Team haben und habe festgestellt, dass wir das schon vorbeigelaufen sind. Auf gute 5 war es zu finden. Mit 20% Wahrscheinlichkeit, aber wo ich halt durchgeguckt habe, ist es natürlich nicht gekommen. Das haben wir gerade im Stream schon angefangen danach zu suchen. Es hatte 50-50 Chancen von den 5, die ich bis jetzt, das ist jetzt das 5. Wurden aber ein bisschen alle weiblich, männlich. Ich wollte es aber halt ganz gerne weiblich haben. Ich hoffe, dass ich es nicht kaputt mache. Extra nur. Oh! Da ging jetzt gerade die Pumpe. Ach nein, ruf nicht um Hilfe. Da muss ich die ja erst kaputt machen. Ah, gut. Es tut mir jetzt leid, meine Kleine. Aber du wirst in mein Team wandern. Sei ein braves kleines Käferlein. Aber das ist ja noch nicht immer Käfer, das ist ja nur rein Pflanze. Was ich interessant finde. Super. Jemand, das wurde gefangen. Yay. Ich finde es recht putzig. Du willst eigentlich größtenteils wegen seiner Weiterentwicklung haben. Boah, ist voll böse, dein Pokédex. So. Mittags badet es in der Sonne und hält ein Nickerchen. Nachts muss es sich aber einen sicheren Schlafplatz suchen und zieht los. Ach, ist ja süß. So, ja, ich möchte ihn. Ich hoffe mal, ich habe ja diesmal meinen Stift raus, dass ich nicht wieder irgendwas falsch mache. Ich gebe ihr einen recht einfachen Namen, Luna. Weil englischer Name war Lunatus oder sowas. Oder der japanische Name war so. Irgendwas war das. Okay. Ja, Flo, ich nenne dich putzig. Das ist ganz lieb gemeint. So, da gucken wir mal unsere Neuberechnung mal an. Ich entschuldige mich, ich habe noch leichten Huster. Spezialverteidigung ist runter und Verteidigung ist hoch. Ach du Scheiße. Hallo, Chuck's Life. Hätte ich jetzt. Ja, okay. Verteidigung hält halt mehr aus, aber Spezialverteidigung, gerade weil es Pflanze ist, gegen Feuer. Na, okay, hm. Zornklinge, Blattwerk, Rasierblatt. Och, ich hätte schon was drauf. Ich bin ein Mädchen. Ich weiß, das hört man nicht so gut raus. Da habe ich kein Problem mit. Ich wurde schon so oft gefragt. Mir wurde oft gesagt, dass ich mich anhöre wie so ein 12-jähriger Junge, der kurz im Stimmbruch ist oder sowas. Deswegen habe ich mir immer gesagt, wenn ich mal synchron sprechen werde, dann werde ich eher so junge Jungs in Anime sprechen oder sowas. Ja, Pico, also der Name, da kannst du auch nicht immer viel drauf geben. Man kann sich ja mal nennen, wie man will. Da kann man sich aber ruhig weiblichere Namen oder männlichere Namen geben. So. Genau. Das ist ja irgendwas dasselbe. Ach, der Link mit der grünen Mütze ist wieder da. Und hat mich auch abonniert, sich hier gerade auf meinem Handy. Also, ja, genau. Mit der grünen Mütze. Das E ist verrutscht. Dein Name ist zu lang, Kollege. Ja, genau. Hallo, Chuck's Life, danke für den Follow. Genau, Son Goku wird im Japanischen von der Frau gesprochen und Ash. Das ist im Deutschen so, glaube ich, sogar auch. Da wird ja von der Frau gesprochen. Deswegen, da kannst du nie viel drauf geben. Ich wollte eigentlich erstmal nochmal kurz eine Pokécenter heilen. War hier jetzt nicht gleich Pokécenter? Ja, genau. Ich will eben noch schon vorbei. Da hätte ich immer mal gleich hier lang gehen müssen, egal. Ich züchte erst Pokémon, wenn ich das mal hier irgendwann durch habe. Dann fange ich damit erst an. Ich werde mir sowas von ein Shiny Silvaro züchten. Es ist fucking schwarz. Ich liebe schwarze Scheiß. Pizza und Brot. Nur gut, dass ich gerade was gegessen habe. Vielen Dank für den Follow. Ich muss immer noch mein schwarzes Greninja züchten. Also, oder Quajutsu auf Deutsch. Weil wie gesagt, schwarz. Schwarz ist cool.
Ich hätte den Weg legen können, ohne durchs Gras latschen zu müssen. Ich pack mal kurz. Ich hab's schon wieder falsch. Luna eben nach vorne. Kaburiki ist scheint ja auch schwarz. Oh, nice. Ich will ja Kaburiki sowieso haben. Pizza und Brot, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was ich bestelle. Ja, Flo, hätte ich mir jetzt auch, wenn ich nicht schon was hätte. Ich glaube, schön wieder Fleisch mit Reis. Genau. Allerwichtigste eigentlich. Pokepause. Luna. Die haben wir noch. Ist ja jetzt neu. Was haben wir gerade noch unser EWM-chen hier? Hallöchen, mein kleines Käferleinchen. Nicht böse gemeint, aber ich möchte gerade mal unseren Neuzugang ein bisschen begucken. Fuck, ich hab's wieder zugemacht. Falscher Knopf. Ja, ich weiß. Das war jetzt ein bisschen komisch. Eichen. Da, das war der. Irgendwas mit Pfeilen war es doch gewesen. Pokémon wechseln. Hallöchen, Luna. Oh. Ich liebe diese Pokepause. Okay. Am Kopf mag es. Das wird sagen normal. Oh, wie süß. Okay. Finde ich von diesen kleinen Scherenärmchen total niedlich. Ich merke jetzt gerade keine Stelle, wo es das besonders mag. Ah doch, da oben. Das Dunkelgrüne, das mag es ganz gerne. Das sind aber solche Stellen, wo du kaum hinkommst. Ja. Das bewegt sich ja noch dabei und dann triffst du das doch kaum. Aber diese Blüte da oben oder was das sein soll, Knospe. Pink ist ja normalerweise überhaupt nicht meine Farbe. Ich finde, bei dem kleinen Viech passt das so schön zusammen. Vor allem, weil die Grüntöne so schön blass sind. Da passt das mit dem Pink-Rosa-Ton eigentlich ganz gut zusammen. So. Ich füttere es mal jetzt ein bisschen erstmal. Okay, so klein, das hat schon, ist schon satt von nach drei Dingern. Dann will ich es mal auch nicht vollstopfen. Oh. Das ist aber eigentlich auch so ein Pokémon, das würde ich gerne auf den Arm nehmen und knuddeln. Okay, dann haben wir es jetzt mal geguckt. Dann, wir waren ja letztes Mal da bei so einem Battle Royale Teil. Das haben wir hinter uns gebracht. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Den nicht noch vorher da? Ah, ich wollte gerade. Ja, ich habe meine Pokémon super trainiert. Das eine habe ich gerade erst gefangen. Das sollte eigentlich dich voll kaputt hauen. Ich muss das. Was? Dorka. Das ist ein komischer Name. Ich muss sagen, diese Schönheiten hier, die sehen wirklich sehr attraktiv aus. Oh, how convenient. Ein Boot-Pokémon. Das sollte ja unsere Luna eigentlich schaffen. Level 17. Ja. Mal gucken wir mal. Ja, gut. Können wir ja froh sein, dass der Verteidigungswert ja so hoch ist. Na, warte mal, Resibel. Oh, Mist, zurückgeschreckt. Okay, ich habe noch ein paar Tränke. Muss leider ausreichen. Du bist mal ein bisschen overhealed, Luna. Kann ich leider nichts machen. Ich habe leider vorher nicht gesehen, was Dragos für eine Attacke eingesetzt hat. Deswegen frage ich mich gerade, warum ist das zurück? Konnte es gerade nicht angreifen. Ich hoffe, ich habe Resibel auf den Volltreffer. Nein. Und dann halt im nächsten Mal. Genau, mach Energiefokus. Das kratzt mich nicht. Und? Ach, Pferdesalat.
Hätte jetzt eine Attacke eingesetzt, dann wäre das jetzt echt haarig geworden. Aber nö, macht einfach nur Silberblick. Auch sehr schön. Da hat Luna ihren ersten Kampf gewonnen. Super. Aber wir lieber gucken so. Nee. Das ist da nicht mehr so schön. Könnte ich da mit Taurus durch oder war das noch zu groß? Sarek. Vielen lieben Dank, Sarek. Das hättest du jetzt echt nicht machen müssen, wenn du selber deinen PC aufrüsten willst, dann musst du doch wirklich an überall sparen, aber. Sarek. Machst mich fertig. Ja, genau das ging. Okay. Sonderbonbon. Da blinkt was auf dem Stein. Sternstaub. Ich. Danke, Sarek. Aber da machst du auf jeden Fall so eine Spendenpause. Oder. Musstest wirklich, du hast denn für dein ganzes Leben lang mir gespendet, das muss jetzt echt nicht mehr sein. Ah, okay, hier ist jetzt nur normales Gras, da kann ich noch davon. Ich finde das immer so schön, wie sich Leute, ich meine das jetzt ehrlich, ich finde das immer so schön zu sehen, wie Leute sich hier so im Stream sozusagen treffen und dann anfangen Pokémon zu tauschen. Fluffeluff. Ich finde das immer irgendwie schön. Ein Falufeluff. Das interessiert mich ja jetzt nicht so. Aber mal trotzdem mal kurz durchgucken, was es hier noch so gibt. Ah, genau. Da haben wir ja letztes Mal schon die Säfte dafür gefunden. Choreogel. Das war jetzt diese Hula-Form. Rechte Hand bringt nichts, wenn keine rechte Hand da ist. Okay. Ich will nur abhauen, aber wenn du mich nicht lässt, dann hau ich dich gleich kaputt. Geht doch. Ich habe jetzt keine Lust, genau. Ich habe mir gedacht, dass der umzieht. X-Tempo. Oh. Jetzt bin ich. Aber schwer beeindruckt. Hallo. Alola, Alola. Herzlich willkommen, Trainer. Heißt du jetzt Hula-Dame? Ach, die ist Tänzerin. Tänzerin Sonja. Die ist ja auch hübsch. Sehr hübsche Trainerin hier. Ja, toll. Choreoge. Warum bin ich jetzt nicht überrascht? Das Vieh ist ein Vögele. Das ist nicht gut für meine Luna. Oh mein, das schön. Warte, das ist nicht, das ist Vogel. Was war der zweite Typ? Pink war. Oh Gott. Geist war der andere. War das Psycho? Das eine war Feuer, das andere war Elektro. War das Psycho? Oder Fee? Ach, ich nehme einfach mal. Sehr schön. Hallo Puidi 99. Willkommen im Stream. Oh, der Stapel hat mir jetzt richtig wehgetan. Sehr effektiv. Ah, dann ist es Psycho, wenn die Geistertage sehr effektiv ist. Ah, es ist Psycho. Dann habe ich das auch richtig in Erinnerung gehabt. Ich bin nicht so gut in Sachen merken, deswegen. Ah, ich beiß mal, vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Jo, das Beißen bringt mehr. Sogar gut, man. Noch einmal drauf rumkauen und dann sollte es erledigt sein.
Danke für den Follow, Huidi. Tut mir leid, wenn ich den Namen gerade richtig ausspreche. Yay, recht um Level 21. Ah, sehr schöner Speed. Und Luna reicht Level 15, so gut. Den muss ich jetzt ein bisschen hochtrainieren. Hulala, hulala. Sehr schön. Bist ein bisschen nass. Wie kommt es, dass der nass ist? Er wurde doch nicht abgeschleckt. Er wurde ja, wenn, gewindet. Der müsste eigentlich sein Fell so voll aufgeplüscht sein. Braver Kater. Ganz braver Kater. Das ist echt cool. Beziehungsweise ein bisschen schwer, das zu koordinieren mit. Ich touche auf meinem DS rum, aber ich gucke auf meinen Bildschirm. Also auf meinen PC-Bildschirm. Das ist ein bisschen lustig zu koordinieren. So. Das geht ja noch ein bisschen weiter, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, bevor ich da reingehe, aber man geht ja schon wieder automatisch rein. Kantai City. Okay. Kantai City werden wir dann in der nächsten Folge uns begutachten. Mal sehen, was es hier so gibt. Ich hoffe mal, dass wir dann den nächsten... Ah, sehr schön, hier wird wieder der Weg blockiert. Jetzt werden wir bald zu dieser neuen Prüfung kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage, bis denn dann.